Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind hier mit Sebastian in alten Ruinen unterwegs, um irgendwas zu suchen. Und haben einen Höhlentroll hier noch besiegen müssen und haufenweise Spinnen. Und wir konnten mal wieder Reparo einsetzen und das Zeug hier, was der Troll zum Einsturz gebracht hat, wieder zu reparieren. Damit der Zauber halt auch irgendwie einen Sinn hat. Oh, und wir sind voll. Wir haben hier schon mehr Ausrüstungsplätze als sonst und ja, voll. Aha. Es war eine solche Freude, meinem Vater nach all diesen Jahren zu helfen. Ja, bitte sei still. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich meine Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen, wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes in ihrer Macht liegt. Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie sind alle so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschafft habe. Hat sie nicht Unrecht? Ja, Sebastian, das machen wir auch gleich, aber sei still, ich lese gerade. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen. Wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Hast du was gefunden? Ja. Isadora war hier. Ja. Kein gutes Zeichen, ne? Wenn Renrocks Leute auch hier sind. Rebellion. Ach, jetzt sind wir jetzt hier oben, wo wir vorher waren schon, gell? Ja, genau. Da unten war der Troll. Rebellion. Oh. Ups. Hat der Troll funktioniert. Und da haben wir eine Truhe vergessen. Lol, das ist auch wieder... Hä? Ach so, das ist, weil wir voll sind, ja. Warum ist das hier auch wieder resettet? Und komm, Sebastian, nochmal die Treppen rauf. Ah, schön, wenn man da eigentlich. Wobei, warte mal, vielleicht kann man es einfach reparieren. Geht das? Das heißt wohl nein. Rebellion. Können wohl auch nichts anderes zum Einsturz bringen, um darüber zu kommen. Leider nicht. Ist ja auch egal. Was sollte man schon Wichtiges finden hier? Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Ohne kann ich das verdienen? Konfingo! Ah, hätte es selbst fast nicht besser gekommen. Und mal wieder voll. Oh. Ich fühle, wie meine Fähigkeiten von Tag zu Tag wachsen. Nie habe ich ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern konnte, nimmt täglich zu. So viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass diese Magie selbst in gewisser Weise... bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Nebel einatme, spüre ich, wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für meinen Mut belohnt. Oder dafür, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Das halte ich für ein Gerücht. Das redet sie sich nur ein. Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss, zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht noch nicht vollkommen und will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine Idee.
sie ist nicht ohne Risiko, aber ich glaube, dieses Risiko ist es wert, ja, das Ganze in Koboldgefäß einzuschweren. Nein. Warum sollen wir hier wieder runter? Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Aber das trippt dich schon. Na klar, wir sind voll. Okay, hier geht's definitiv weiter. Ja, das so, wir sind eh voll. Also ist es egal, brauchen wir uns um das da unten noch gar nicht kümmern. Rebellion. Gibt's noch irgendwo eins? Ah, okay. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließen. Ah ja, hat gepasst. Rebellion. Ein weiterer von Isadora geschaffener Bereich? Isadora muss hier mit alter Magie geübt haben. Mhm. 7 von 7. Okay. Wie konnte ich mich nur so täuschen? Die Schulleiterin weigert sich, mir zu helfen. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber sie ist ebenso wie die anderen blind für die Möglichkeiten, die sich ihnen verbergen, was ich tue. Die sich in dem verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor und das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt, wie die Hüter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich je in meinem Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich ihnen einen Pfad gegeben habe, dem sie nach mir folgen können. Einen Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es ihnen zu vollbringen, was ich nicht kann. Die ganze Welt heilen. Rebellion. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das letzte Stück für das Triptychon. Okay. Wir haben es geschafft. Hätte Isadora all das nur offenbaren können? Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Aber wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Wir haben aber nicht 7 Einträge gefunden. Hat sie die anderen irgendwo versteckt oder wie? Das waren, wenn ich mich recht erinnere, waren das 4, oder? Und hier geht es wieder zurück in die Krypta. Das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Mhm. Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Und jetzt? Jetzt haben wir ein schönes Bild. Oh, ein Denkarium. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Und das ist jetzt von Isadora? Oder wie? Wahrscheinlich, oder? Ich frag mich. Muss so sein. Was ist denn? Das muss Isadoras Erinnerung sein. Wovon die Hüter wahrscheinlich nichts wissen. Mhm. Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isadora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen
konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Das schaut doch hier nach Glas aus. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung. Das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Nein, die bringen es uns sicher nicht bei. Das werden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Sie gemeint, dass Isadora hier erscheint. Isadora zum Schweigen bringen. Warum ihr Porträt zerstören? Ja, irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier faul. Haben sie bekämpft? Weil sie Angst vor ihr hatten? Rebellion. Zuzutrauen wäre es ihnen. Repar. Renrocks Bohren in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Okay. Lodgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Ja, das sollte er bitte nicht allein machen. Zu den Hütern brauchen wir da gar nicht zu gehen. Natürlich werden uns nicht helfen. Das ist denen doch egal. Gehen wir mal zu Nettie.
Oh, die ist ganz nah. Angeblich. Mann, schön, wir teleportieren. Warum hat er uns vorher diesen Weg nicht gezeigt? Warum hat er nicht zuerst schon gesagt, okay, da müssen wir hin? Mann, Mann, Mann. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Unglaublich, dass wir den Erschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächsthema Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich habe es meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat es wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Wenn sie mehr darüber wüsste, was du getan hast, wäre sie bestimmt stolz. Oh, wenn sie wüsste, was ich alles getan habe, würde sie mich nie mehr aus den Augen lassen. Tut mir leid. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein. Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Das Ministerium wird nichts machen. Wenn ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn. Und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kam aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen, und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst, und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Deine Schuld? Wie meinst du das? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Willst du die Erschwinderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein. Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Ja, ihre Mutter sieht es ja dann scheinbar nicht ganz so. Und was hält deine Mutter von der ganzen Sache? Nun, wie du gesehen hast, macht sie sich große Sorgen. Ich glaube, es macht ihr bis heute zu schaffen, dass sie als Seherin den Tod meines Vaters nicht vorhergesehen hat. Sie vermisst ihn, genau wie ich. Ja gut, komm, Wahrsagen. Warum versteht sie wohl mein Bedürfnis, für Gerechtigkeit zu sorgen, wann immer ich kann? Aber das heißt nicht, dass sie es gut heißt. Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch ja. Obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut. Egal wie rücksichtslos der Feind war. Und ich glaube, es hätte ihn gefreut zu wissen, dass ich einen Kameraden wie dich habe. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater war bestimmt außergewöhnlich.
Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nimmt uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Hm. Ja, so viel Lob haben wir nicht bekommen, aber danke. Naja, gut. Damit ist aber auch der Part zu Ende, Freunde. Ich denke, im nächsten Part werden wir uns dann mit Lodgok treffen, bevor er sich der unnötigen Befahr begibt. Und ja. Schauen wir mal, was uns dort dann noch so unterkommen wird. Wie gesagt, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!